Webseiten sind im digitalen Zeitalter ein Muss und deshalb millionenfach im Netz verfügbar. Auch kleine Unternehmen müssen hier vertreten sein. Die eigene Webseite ist das digitale Aushängeschild. Doch was macht eine gute und professionelle Webseite aus? Eine Website sollte 5 Anforderungen erfüllen. Die Seite muss auf den Nutzer eingehen. Übersichtlichkeit und das schnelle Finden von Inhalten stehen deshalb an erster Stelle. Die Website ist dann natürlich der Dreh- und Angelpunkt für alle digitalen Aktivitäten. Bilder und Filme haben natürlich auch eine höhere Anziehungskraft als der reine geschriebene Text. Neben Inhalt und Aussehen sind die technischen Herausforderungen unbedingt zu beachten. Eine Internetseite muss zu finden sein und dann natürlich auch rasch geladen werden. Neben allen technischen und inhaltlichen Herausforderungen sollten die rechtlichen Aspekte unbedingt berücksichtigt werden. So ist ein vollständiges Impressum heute Pflicht. Eine große Herausforderung für jedes Unternehmen ist die Frage, wie viel publiziert man online, ohne sein ganzes Wissen preiszugeben? Wie so etwas geht, zeigt das Beispiel der BIP Industrietechnik aus Brandenburg an der Havel. Das Unternehmen bietet unter anderem ein weltweit einzigartiges Verfahren zur Oberflächenreinigung von Radsätzen an. Ein Verfahren, das auch per Internet den internationalen Markt erobern soll. Unser Markt ist hart umkämpft. Wir versprechen uns eine noch bessere Verbreitung unserer Leistungen und Produkte. Je mehr wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, desto mehr Wünsche an den Internetauftritt kamen auf. Wir brauchten eine professionelle Lösung und entsprechende Unterstützung. Unterstützung für die digitalen Herausforderungen finden Unternehmen wie die BIP beim E-Business-Lotsen Westbrandenburg. Dennis Bohne ist einer von 38 regional agierenden E-Business-Lotsen in Deutschland. Zusammen mit den Unternehmen analysiert er die jeweiligen Wünsche und Ziele für die digitale Kommunikation. Die Leistung des E-Business-Lotsen ist dabei für die Unternehmen kostenfrei. Märkte und Absatzchancen für kleine und mittlere Unternehmen in Westbrandenburg sind im Zuge der Globalisierung extrem eng und sehr, sehr klein geworden. Das bedeutet, dass Unternehmen an dieser Stelle das Werkzeug Internet für ihre zielgerichtete digitale Kommunikation einsetzen sollen und einsetzen müssen. Aber nicht nur Internet kann eine Unterstützung bieten, auch PCs, mobile Endgeräte oder Tablets können an dieser Stelle helfen. Das bedeutet aber auch, dass dementsprechend passgenaue Infrastrukturen und Kompetenzen im Unternehmen vorgehalten werden müssen. Und an dieser Stelle setzt der E-Business-Lotse mit seinem Angebot an. Zusammen mit dem E-Business-Lotsen Westbrandenburg können Unternehmen ihre Wünsche und Herausforderungen für die digitale Kommunikation analysieren und gemeinsam Lösungswege finden. Hierbei greift der E-Business-Lotse nicht nur auf eigenes Wissen zurück, sondern bedient sich auch eines großen Netzwerkes anderer E-Business-Lotsen. Das bundesweit aufgestellte Netzwerk der E-Business-Lotsen mit 38 Standorten in der gesamten Republik verfügt über ein enormes Wissen und enorme Erfahrung im Bereich der heutigen IKT- oder IT-Herausforderungen. Dieses Wissen wird von uns hier in der Region Westbrandenburg aufbereitet und den Unternehmen über Broschüren, über Leitfäden, über Checklisten und über unsere Internetseite zur Verfügung gestellt. Partner hier vor Ort in der Region sind die IHK und die Handwerkskammer Potsdam. Der E-Business-Lotse Westbrandenburg bietet fachkundige Hilfe für Ihre aktuellen Herausforderungen im digitalen Zeitalter.